Fox! Das ist ein Spiel. Es geht um Spaß und um Werte und Vertrauen. 40 Kinder aus einem Armenviertel Bogotas sind an diesem Tag Gast auf dem Gelände einer Privatschule. Volunteers der Organisation Recojo kümmern sich um sie, spielen mit ihnen. Jedes Kind hat einen eigenen Helfer. Daniel Buritica spielt heute Romeo. Er hat Recojo vor 10 Jahren gegründet und berät Unternehmen bei ihrem sozialen Engagement. Wir haben hier Künstler, wir haben Leute, die ihr Talent einbringen für Kinder, die normalerweise keine Chance haben, Kultur oder besondere Veranstaltungen zu erleben. Auf der einen Seite sind wir hier, die jungen Leute mit Leidenschaft und Talenten, auf der anderen Seite Kinder, die davon profitieren. Wir teilen unsere Talente mit den Kindern und ihren Familien. Sie geben alles, um den Kindern zu zeigen, dass man an einer Beziehung arbeiten muss. Respekt und Aufmerksamkeit gehören dazu. Die Helfer sind im Alltag Manager, Studenten oder Sozialunternehmer. Für die Kinder geben sie ihre Freizeit. Wirklich, ich kann auch meine unternehmerischen Fähigkeiten einbringen, die ich bei meiner Arbeit erworben habe. Die sind hier auf allen Ebenen gefragt. Ich habe die Werkzeuge, die im Land gebraucht werden, und das hat mir geholfen, den Glauben an Kolumbien wiederzugewinnen. Die Arbeit mit den Kindern ist für die Helfer eine große Freude, aber auch eine Herausforderung. Denn die Kinder leben in El Corditi, einem Armenviertel in den Hügeln Bogotas. Gewalt ist hier alltäglich, auch in den Beziehungen zwischen Mann und Frau. Alkohol und Drogen bestimmen den Alltag. Die schulische Ausbildung ist mangelhaft. Die Lebensbedingungen lassen viele verzweifeln. Der Staat kümmert sich nur wenig um die Armen. Wer einmal hier ist, hat kaum Chancen. Doch das wollen immer mehr Kolumbianer nicht hinnehmen. Sie ergreifen selber die Initiative, gehen zu den Menschen, beraten und helfen. Daniel Buritica ist Sozialunternehmer. Recojo organisiert unter anderem Summercamps für Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Buritica gründete außerdem in Bogotá ein Global Shapers Netzwerk mit inhaltlicher Beratung durch das World Economic Forum. Bei den Global Shapers gibt es, wie überall in der Gesellschaft, Leute mit den unterschiedlichsten Talenten und Leidenschaften. Aber unser gemeinsames Ziel ist es, etwas zu erreichen und zu helfen. Die Global Shapers bieten diesen Jugendlichen eine Plattform, wo sie dem Land auf ganz andere Art helfen können. Sie wollen die Zukunft ihres Landes mitgestalten, auf vielen Ebenen. Fast alle, die im Global Shaper-Netzwerk mitarbeiten, sind unter 30 Jahre alt. An diesem Tag treffen sich einige auf einem Unicampus, um über Umweltschutz zu reden. Camilo Jiménez hat hier seine Recyclingmaschine aufgestellt. Die Begeisterung darüber ist groß. Denn die Studenten nutzen die Maschine tatsächlich. Sie geben Flaschen zurück und bekommen dafür Punkte gutgeschrieben. Die Punkte können Sie gegen Kinogutscheine und anderes einlösen. Auch Jiménez hat sich dem Global Shapers Netzwerk angeschlossen. Als Gründer von Ecopuntos hoffe ich, dass wir die Industrie revolutionieren können. Ich will meine Erfahrungen mit anderen Global Shapers teilen und mich von ihnen inspirieren lassen. Damit will ich ein gut funktionierendes und ehrgeiziges Modell schaffen und noch ganz andere Dinge in Bewegung setzen. In Bogotá leben heute über 8 Millionen Menschen. Die Wirtschaft wächst und immer mehr Menschen wollen an diesem Wachstum teilhaben. Inspirieren, helfen, ermutigen, das will Buritica. Der 27-Jährige ist Gast auf der Buchmesse in der Hauptstadt Kolumbiens. Ein Verlag hat ein Buch über Sozialunternehmer veröffentlicht. Buritica gilt vielen als Vorbild. Er nutzt die Veranstaltung auch, um deutlich zu machen, wie wichtig Netzwerke sind. Wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, erreichen sie mehr, sagt er.
In der Altstadt Bogotas hat er bereits vor über 10 Jahren mit Obdachlosen gearbeitet. Organisierte Aktion machte auf Missstände aufmerksam. Er glaubt an Hilfe zur Selbsthilfe, so wie viele in seinem Netzwerk. Wir selbst haben die Lösung in der Hand, egal für welche Sache und sei sie noch so klein. Es ist einfach wichtig, dass wir etwas tun. Wir müssen etwas tun und das Leben der anderen Menschen ändern. Doch bei aller Ernsthaftigkeit, Spaß gehört auch dazu. Abends im Partyrestaurant feiern die Global Shaper. Am nächsten Tag werden sie wieder daran arbeiten, soziale und innovative Ideen für Kolumbien umzusetzen.